Was soll Leute, hier ist wieder Draglinus mit Let's Play Metroid Prime 3 Corruption. Im letzten Part haben wir den Spider-Boy bekommen und den wollen wir jetzt in diesem Part glorreichst zum Einsatz bringen. Als erstes führen den Energietank und dann gucken wir vielleicht mal auf Norian. Oh, das war fail. Ein bisschen zu schnell eingesetzt das Ganze mit der Square Attack. Oder ein bisschen zu wenig weit gesprungen. Wie dem auch sei, hier sind wir. Und können jetzt Spider-Ball-Tracks benutzen. Juchhei, 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 rasa. Und so. Und auch boosten und auch komisch verschlängelt fahren. Wer auch immer das so gebaut hat, hatte wirklich einfach zu viel Spaß am Bauen. Weil das war nicht nötig gewesen, das so zu bauen. Und so. Badam, 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 badam. Und weiter geht's. Samus, this is Admiral Dane. Yep. I've ordered the Federation fleet to walk to the pirate homeworld and begin the invasion. Das ist schön für euch. Ich merke gerade, dass mein Ton schon die ganze Zeit viel zu laut im Hintergrund war. Ganz kleinen Moment, du kannst gerne weiterreden. I think it's time we took the fight to them. Du hättest auch gerne mehr sagen können. Ich muss den Ton für mich einfach ein bisschen leiser machen, damit ich nicht mehr so viel höre, weil ihr habt den Ton im letzten und in diesem Part jetzt ja quasi doppelt gehabt. We'll contact you when we're ready to commence our assault. Okay. Energietank erhalten. Damit haben wir jetzt 100 Energieeinheiten mehr. Hui. Das ging doch schnell. Und so. Gut, ich glaube, ich habe mich mit der Seite jetzt nicht vertan. Ist ein bisschen tricky gerade. Nein, habe ich nicht. Ich bin wirklich... Warte mal. Achso, ich kann von hier aus boosten. Na gut. Okay, das ist eine ziemlich wirklich merkwürdige Strecke. Und sie muss sich hier auch wieder schlängeln, was absolut ein totaler Designeffekt ist und mehr nicht. Schade, jetzt vermisse ich die Elysia-Melodie. Irgendwie. Aber es... Es halt einfach zu sehr. Ihr habt es bestimmt gemerkt in den letzten und in diesem Part. Habe ich total vergessen, den Sound runterzudrehen und dementsprechend habt ihr einen Doppelhall gehört. Weil der Sound doppelt aufgenommen wurde. Nämlich einmal mit meiner Stimme und einmal ohne. Vielleicht werde ich auch den Ingame-Sound dann ausschalten, damit nur der Sound meiner Stimme zu hören ist. Werde ich wahrscheinlich machen. So, Spider-Ball-Tracks müssen noch gescannt werden. So, Spider-Ball-Tracks, also Spider-Ball-Schienen zu Deutsch. 1, 2, 3, 4, 5. Und wir haben noch weitere Spider-Ball-Schienen hier in der Himmelstadt Elysia, die wir gerne noch benutzen können. Der sollte mich in Ruhe lassen, der Bot. Warte mal, hier war's? Ich leuchte! Nein, hier war's nicht. Es war genau auf der Seite dann. Wo mir auch irgendwas angezeigt wird, von wegen, hier gibt's eine Grapple-Schiene, die gar nicht da ist. Die schon längst nicht mehr da ist. Das gibt's doch nicht. So, na los, mach ab. Am Ende war der Ingame-Sound sogar noch zu laut für meine Stimme. Das gibt's ja auch noch. Diese Möglichkeit. So, da hinten haben wir noch eine Spider-Ball-Track, die wir auch gerne noch benutzen wollen. Da sind wir ja im letzten Part auch schon lang gegangen. Warte, warte, warte. Ich komme dort nicht lang. Das wollen wir doch erstmal noch sehen. Wenn ich weiter springe und mehr Abstand zwischen den Sprüngen hier lasse, ja, man kann auch über alles reden. So, 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 so. Klappt doch. Und weiter geht's. So, die Frage ist, was werden wir hier haben? Ja. Für eine Missile Expansion kriegen wir hier definitiv den abgespacktesten Spider-Ball-Track in der gesamten Spielegeschichte von Metroid Prime. Wow! Guckt euch das an! So, ich muss nach ganz hinten. Dann kann ich boosten. Ansonsten hatten wir ja gesehen, düse ich in die Pampa. Okay. Dann halt in die andere Richtung, um dann wieder dahin zu kommen. So. Auch wer das gebaut hat, hatte einfach viel zu viel Freizeit und viel zu viel Spaß am Bauen. Oh, es ist sogar eine Ship-Missile. Container für Bord-Missile erhalten. Gut. Wofür man die braucht, ist mir schleierhaft. So viel muss man in diesem Spiel nicht bomben, dass man dafür extra Expansions braucht.
Na gut, vielleicht ein, zwei, aber auch das ist nur eine Vermutung. Ich habe keine Ahnung, ob man wirklich irgendwelche gebrauchen kann davon. Aber man hat sie dann halt. Es ist ein eher sinnloses Collectible, meiner Meinung nach. Einfach nur for the sake of it ist es irgendwie da. So. Und wie schon gesagt, gab es hier etwas, was wir machen konnten in Elysia. Allerdings können wir... Wir können das auch später machen, eigentlich. Es wäre vielleicht sogar besser, wenn wir das später machen und ein paar Expansions und so weiter haben. Was wir jetzt machen könnten, wäre in Norion reinschauen. Oder wir könnten zurück zur Heimatwelt der Piraten. Hängt jetzt davon ab, was ich wähle. Ich wünschte, ich könnte jetzt sofort zu meinem Schiff. Wirklich, das würde es mir viel erleichtern. Für das, was ich in Elysia machen kann. Ich muss. Am Ende werde ich es aber so ziemlich müssen. Muss ich in den anderen Teil von Elysia, der, den ich in diesem und dem letzten Part nicht betreten habe, der, wo das Versuchslabor der Metroids ist. Warte, nein. Ist es nicht genau der Part, wo ich im letzten Part war? Es ist auf jeden Fall nicht allzu weit weg. Es ist erreichbar und, naja. Wo gehe ich hier lang? Ich gehe jetzt zur Kammer. Okay, ist auch der Weg, den ich gehen muss irgendwie. Sorry, ich habe dich nicht aus Eigennutz umgebracht. Ich habe es nur aus Spaß getan. Ich hoffe, du verzeihst mir. Aurora-Einheit 217 verarbeitet derzeit neu gewonnene Daten. Interaktion mit der Einheit momentan ausgeschlossen. Ach so, ich dachte, die wäre wieder mit Fasern verseucht. Es sieht so aus. Okay. Verarbeitet Daten. Ist ja auch mal ein schöner Weg, das zu sagen. So. War das meine Wii? Meine Wii hat gerade komische Geräusche gemacht. War eher merkwürdig. Oh. Ja, hier geht es zu diesem Teil. Verdammt. Wo habe ich denn den falschen Abzweig genommen? Da konnte ich doch gar nicht lang. Verdammt. Ich verirre mich hier. Mau. So viel Paarzeit geht an diesem Laufweg hier verloren. Das gibt es gar nicht. Nein. 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 Ich wünsche wirklich, ich könnte mein Schiff einfach hierher holen und mich irgendwie mit der Grapple-Beam-Funktion abholen lassen. Das wäre schon eine schöne Sache. So, wir können auch einfach hochstapfen und dort die andere Tür benutzen, die ich eben zwar schon gesehen habe, wo ich aber nicht gefolgert habe. Hm, damit komme ich zur anderen Seite. Buah. Oh, komme ich auch gar nicht. Lass mich raus! Wo habe ich den Abzweig falsch genommen? Ich gehe hier raus und da... Da habe ich den Abzweig falsch genommen. Der führt mich dahin. Ja, und dorthin muss ich noch. Das ist ein ganzer Part wert an Laufen. Glaubt mir, Leute. Ich meine, ich habe jetzt schon fast 10 Minuten in diesem Part. Das gibt's doch nicht. So. Die habe ich nicht gesehen. So, dann schieß mich mal rüber. Dann kann ich mir wenigstens eine dieser Plattformen sparen. Tschüss. Komm. So, und plötzlich stehe ich da einfach. Das wäre nichts gewesen. So, den Morphballschacht müssen wir auch nicht benutzen. Na, so ein Glück. Wir stehen direkt daneben. Schieß mich weiter. Dann haben wir uns noch eine dieser Plattformen gespart. Wobei, haben wir? Ich glaube. Bin mir nicht sicher. Ja. Oder? Nein. Eigentlich nicht, das war so oder so die nächste. Hauptsache ihr schießt mich. Während ich gerade nichts mache. Sehr sportlich von euch. Penner. Da hinten gab es nichts mehr mit Spider-Ball. War nur gerade am Nachprüfen in meinen Gedanken. Nein, da war nichts. Ich kann es auch nicht sehen. Ja, ihr merkt, ich bin ein bisschen verschnupft, wenn ich ein bisschen zu viel rede. Ist irgendwie in letzter Zeit so ein Effekt von mir. Auch ein Grund, warum ich in letzter Zeit nicht viel aufgenommen habe. Weil ich einfach erkältet und krank war. Hauptsache, da liegen mir Steine in den Weg. Dämlicher Bot. Er ist weg. Jetzt kommt ihr.
Doch dieser Weg wird steinig und schwer. Nicht mit vielen wirst du dir steinig sein. Denn dieser Stein hier bietet so viel mehr. Bam, bam. Wow, 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 wow. Bam, bam. Macht das so viel her neben der Elysia-Melodie? Hui. So, okay, dann können wir also zum Schiff. Mache ich jetzt Elysia? Ja, ich meine, ich bin gerade hier. Dann mache ich das. Es ist total optional. Für 100% allerdings wichtig. Naja, speichern müssen wir jetzt nicht. Denn meine Aufnahmesession wird noch gut 50 bis 60 Minuten gehen. So, in diesem Part haben wir jetzt gar nichts gemacht. Ich meine, den Spider-Ball haben wir im letzten erhalten. Doch, wir haben einen Energietank und einen Missile-Container. Landestelle A müsste es wirklich sein. Das andere war ja wirklich das Metroid-Labor und... Doch, oder? Ich bin auf der Suche nach einer Sternwarte, damit wir das gerade klarstellen. Und sie war wirklich entweder in dem Metroid-Labor-Teil oder in dem Teil, wo ich jetzt hinfliege. Aber der Teil, wo ich jetzt hinfliege, beschränkt sich doch nicht auf die Sternwarte, oder? Aber andererseits, warum sollte eine Sternwarte in einem Labor sein? Es erscheint mir logisch, dass es der Teil ist, wo ich jetzt hinfliege. Andererseits, dort, wo ich die Raumschiffteile aufgesammelt habe, war eine dieser Sternwarten. War diese Sternwarte bei einem dieser Teile. Und ich weiß jetzt nicht, weil die Teile habe ich doch nur in dem anderen Sektor aufgesammelt. Wir müssen es gucken. Du hast keine Ahnung. So, dich haben wir. Gut. Gut, dann bin ich weg. Gut. Wartet. Also, der Raum, wo ich dann hin will, ist der obere. Fluchtkapselbucht? Nein, ist er nicht. Verbindung. Und von da aus komme ich rüber. Ja gut, ich komme ja auch von hier aus rüber, aber offenbar ist die Sternwarte wirklich in dem Teil, wo ich nicht nachgeguckt habe. Kleinen Moment. Turbinenkammer, defekter Aufzug, Radwerk. So, dann sind wir hier. Observationsraum. Also Observatorium. Genau da will ich hin. Also doch noch wirklich in einem anderen Teil. So. Das bedeutet, ich muss den Weg hier nehmen, den ich jetzt nehme, um mit der Gondel rüberzufahren wenigstens. Nee, warte, mit der Gondel? Das klappt doch gar nicht auf diesem Wege, oder? Doch. Gut. Ich habe mir jetzt keine Gedanken. So. Sonst gehst du immer den falschen Weg, obwohl du vorher richtig warst. So ein kleiner Bug, Android-Kleines, der noch irgendwie weggepatcht werden muss. Geh auf, du Tür! Verweigere dich mir nicht. Ich habe das Recht, durchzugehen und an der Wand zu kleben. Wie komisch das aussah. So. Sie wollte mich gerade nicht aus dem Morphball lassen, deswegen bin ich da so rumgekugelt. So. Mein Freund, die Gondel. Auf geht's. Gondel away. So. Auch schön, wie Samus da drin steht, einfach so. Wenn ich jetzt bloß eine Zeitung hätte... Und eine zweite Hand unter meinem Waffenarm ist ja eine, aber ich habe sie nicht draußen, um die Zeitung auch wirklich aufrecht zu halten. Dann würde ich jetzt Spaß haben. Ansonsten zähle ich einfach auf irgendwas, was nicht da ist. Nur mal vorsichtshalber. So. Das sah komisch aus. Hui. Der Übergang zum Morphball sieht mir generell manchmal ein bisschen komisch aus, weil er so abrupt ist. Mach gerade noch irgendwas und plötzlich... Boom, Morphball. Genau. Ihr habt's gesehen. Phasoin. Und ich würde mal sagen... Pump mich voll, Scotty. I know you can do it. So. Und sie pumpt mich gerne voll und schnell. Okay. Jetzt muss was ein bisschen schneller loswerden. So, komm schon. Wir haben da noch einen Phasoiden. Kleinen Moment. Der Automatik-Cooldown wird bald losgehen. Aber ich werde es noch ein bisschen weiter treiben.
So, sie haben sich aufgeteilt und da ist der Cooldown. Okay, ich muss nochmal so erschießen, wobei... Das macht mir im Hypermode sowieso gar nichts aus. Gut, jetzt muss ich nochmal ergründen, welcher Weg führte mich denn jetzt auf direkten Wege zum Observatorium? Das ist die Turbinenkammer. Das Observatorium ist das da. Schnellster Weg führt... durch die von mir aus linke Tür. An welche ich wahrscheinlich nicht rankomme, hä? Ich kann es mir schon irgendwie denken. Na super. Jetzt muss ich erstmal... Warte mal, wie ging denn das hier? Irgendwo hier waren noch solche Aufzugplattformen, oder nicht? Das war doch der Raum. Ja klar war es der Raum. Die Frage ist, wo sind die? Habe ich hier jetzt überhaupt noch eine Plattform? Hier hinten doch, komm schon. Ja, super. Hauptsache, ich komme hoch. So. Und von hier aus nochmal neu orientieren, weil ich jetzt total abgewichen bin. Observatorium hier. Also die linke Tür. Oh, ist ja super. Da komme ich so nicht hin. Ist hier echt super. Lass mich raten. Ich werde am Ende durch die gesamte Station wandeln, nur um dahin zu kommen. Ha? Oder ich bin hier durch die richtige Tür. Geht natürlich auch. Am Ende ist es gar nicht die richtige Tür, aber egal. Was soll's. Oh, wir brauchen hier doch auch noch Spider-Ball. Das eignet sich ja gut. So. Ich habe euch gesehen. Wo seid ihr? Ah, da. Du bist Nummer 1. Du bist Nummer 2. Überladet mich noch ein bisschen. Und da ist ein Roter. So, du stirbst erstmal, Roter. Du hältst auch mehr aus. So, Blau, du stirbst auch, weil ich werde langsam überladen. So, und wir haben einen weiteren roten Phasoiden besiegt. Da war noch eine Explosionsladung. Du kannst gerne mal an Phason sterben. So, und damit haben wir einen dritten roten Phasoiden-Coin. Ist doch super. Hier haben wir eine Spider-Ball-Track, die zu einem Missile-Container führt. Warte. So. Okay. Dann können wir den auch kriegen. Hauptsache, der lasert mich nicht, der Roboter. Warte. Das ist falsch. Nicht boosten, sondern... Ich wusste nicht, dass er schon wieder Boost aufgebaut hatte. Ist ja dreckig. Hätte mich vorwarnen können, der Morphball. Naja, meinetwegen. So. Okay, weiter geht's. Boost it. Und spring it. Und derive it. Totem Expansion. Missile Container erhalten. Yay. Damit haben wir jetzt unsere 135. Yep. 135. Missile. Super. Okay. Von hier aus kommen wir dann auch locker über Pufferanvisierung nicht, sondern über Grapple Beam Haken Anvisierung rüber oder auch nicht, weil er es nicht macht. Die Samus oder der Zack Linus, einer von beiden, hat gerade gefailt. Ich will nicht wissen, welcher von beiden. Wahrscheinlich bei der. So, das Shoso-Observatorium. Genau hier wollte ich hin. Wir haben hier mehrere Morphball-Löcher und nicht zu vergessen Spider-Ball-Tracks. Ja. Spring runter, Draglinus, ist genau das. So, wir nutzen die Spider-Ball-Track Nummer Uno, um hier hochzukommen. Und das eine ist deaktiviert. Das müssen wir aktivieren. Glaube ich. So, das hier aktivieren wir. Jetzt kriegen wir gerade Koordinaten zugesandt. In dem Fall über Norian? So, schicke eine Drohne aus. Satellit hat die Forschungsdaten übertragen. Informationen zum Äther
Oh. Wurden in die Daten, in der Datenbank abgelegt. Zum Äther? Der hat die jetzt eiskalt nach zum Äther geschickt. Okay, und die anderen sind nicht frei? Ich dachte, ich hätte alle frei. Warum nicht? Das ist bestimmt Talon 4 dann. Da hinten haben wir noch. 1, 2, 3, 4. Natürlich sind das mehr, als wir Planeten haben, aber es gibt da noch was. So. Der Satellit hat die Forschungsdaten übertragen. Ja, Informationen zu Talon 4. Gut. Und wenn wir dann auf die andere Seite gehen, wo ich eigentlich hinkommen müsste dann von der anderen Seite aus. Kleinen Moment. Irgendwie komme ich da doch hin. Hoffe ich. So, oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Irgendwo komme ich doch bestimmt hier in diese Track rein. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Gucken. So, und zwar auf dieser Seite. Wie komme ich da hin? Ah, hier haben wir einen Eingang. Ist doch super. Und so. Da hätte ich sogar jederzeit hingekonnt. Nur habe ich es nicht gemacht, weil ich für die meisten den Spider-Boy brauche. So, das sind Daten von... Ich vermute mal, jetzt sind wir bei Norian. Dann haben wir Brio, Elysia und die Heimatwelt der Piraten. Kartendaten dieses Bereiches wurden heruntergeladen. Elysia also. So, jetzt haben wir hier alle Räume. Und was das als Effekt hat, ist, wir können versteckte Items sehen. Die werden nämlich als Punkte auf unserer Karte markiert. Offenbar waren wir gründlich. Könnten natürlich auch die ganzen Elysia-Bereiche sein fürs Erste. Aber die Planeten haben wir soweit auch alle eigentlich. So, die Kartendaten der Himmelsstadt wurden übertragen. Es wurden Erweiterungen für das Anzugssystem erfasst. Soweit. Okay. Einige werden sich wohl noch freischalten. Dann wäre ich doch lieber am Ende hergegangen. Aber egal, dann werde ich irgendwann ein Part hier beginnen und hier hinschneiden. Dann brauchen wir den Laufweg nicht, wenigstens. So. Die Frage ist, welcher Planet ist das jetzt? So, Brio. Gut. So, als nächstes haben wir da... Das müsste jetzt aber auch wirklich entweder Norian oder aber die Heimatwelt der Piraten sein. Von dem Scan her kann ich nichts sagen. Ich weiß nicht mal, ob der irgendwie anders aussieht als der vorige. Wie viele Katzen wir da haben. So, hat die Kartendaten des Norian übertragen. Genau. Und die Piratenwelt ist wahrscheinlich diese mittlere hier, wo ich jetzt runter war. Aber haben wir noch nicht, weil wir die Piratenwelt selbst noch nicht abgeschlossen haben. Das ist nämlich im Grunde, also es gab eine Bedingung, was man alles aktivieren konnte. Und das ist sie offenbar. Du musst den Bereich geschafft haben, abgeschlossen haben. Story, relevanzmäßig, um da auch wirklich alle Items zu sehen, weil ansonsten kannst du ja sagen, hey, schau mir die Daten erst, geh dann durch alle Bereiche, nimm sofort alle Items mit, die ich kriegen kann. Ha. So, also von der Himmelsstadt haben wir jetzt Items und dort, wo X'e sind, sind noch Items. Nein, da haben wir welche gefunden, oder?
Genau, dort wo X'er sind, haben wir welche gefunden. Dort wo Punkte sind, wie hier, sind noch welche übrig. Die Frage ist, was ist da? Ich werde hier sowieso nochmal zurückkehren. Im Labor haben wir nichts mehr. Das ist doch gut. Hier auf dem Weg haben wir auch nichts mehr. Ich hätte jetzt von dem Observatorium den anderen Weg ausnehmen können. Zurück zur Speicherstation. Der führt aber fast bloß zur Speicherstation. Wobei, der führt mich letztendlich auch dorthin, wo ich hin will. Dann gehe ich nochmal zurück und nehme diesen Weg möglichst. Ha? Klingt mir doch logisch, um das Item mitzunehmen. Das letzte, was in diesem Bereich noch liegt. Immerhin haben wir dann alle hier. Was uns einen beträchtlichen Schritt nach vorne bringt. In unserer 100%-Sammlung. So, wird wahrscheinlich nur ein Missile-Container sein. Wobei, immerhin ein Missile-Container müssten wir eigentlich sagen. Müsste ich eigentlich sagen. So. Die Tür lag da. So, und ich hoffe, ich komme da auch so ohne weiteres hin. So, hier mal die Tür. Und wie man sieht, werden sie uns auch auf dieser Minimap angezeigt, die Gegenstände, die da wohl sind. Gut, da oben haben wir's. Und stirb. Ich glaube, ich kann die auch mit Energie überladen jetzt. So, die Frage ist, wie komme ich denn da überhaupt hoch? Wäre ja mal eine berechtigte Frage. Da oben gibt es einen Gang, wo ich lang kann. Irgendwann. So, und das ging von einer erhöhten Position aus, nämlich von hier. Ich brauchte nur die Screw Attack, um da lang zu kommen. Und die haben wir. So. Wenn ich sie beim letzten Mal noch nicht hatte, ich glaube nicht. Doch, müsste ich gehabt haben. Ich meine, das Rätsel ist einfach. Ich gehe von da aus hier hin, bin dann auf dieser erhöhten Plattform und muss dann lediglich alles tun, um diese Höhe zu halten. Und dafür ist die Screw Attack und habe einen Missile-Container mehr. 140 Missiles mitzuführen. So. Und habe nebenbei noch die Vegetation ein bisschen beschnitten. Aber nur ein bisschen. Viel zu viel geht nicht. Bäh. Was war denn das? So, und dann können wir von hier aus gleich rüber. So, und jetzt ist das mit dem X markiert auf der Karte. Das heißt, das Item haben wir schon. Ist super. Ist super. So, kommen wir weiter. Das Problem mit dem Ganzen ist bloß, es zeigt mir an, wo die Items direkt sind. Manchmal muss man an andere Orte, um sie freizuschalten. Und das zeigt mir das Ding hier nicht an. Aha. Hier habe ich den Berserker-Lord erledigt, oder nicht? Ich meine es jedenfalls. Lass mich mal runter. Hui. So, und von hier aus können wir weiter. Bom, bom, bom. So. Ach, hier haben wir euch wieder. Eigentlich will ich nicht gegen euch kämpfen. Vor allem, ihr geht in Hypermodus. Wir haben keine Weltraumpiraten hier gesehen. Ist euch das aufgefallen? Irgendwie sind die total ausgerottet hier in dieser Gegend. Was mich glücklich stimmt. Dieser Effekt, dieser Barriere, ne? Der sah im Original Metroid Prime 3 besser aus. Ich weiß nicht, warum die Barrieren hier so komisch aussehen. Sie sehen auf jeden Fall nicht so aus wie dem Hauptspiel. So, wenn ich hier jetzt hochgehe, bin ich schon fast da. Super, dann können wir den Part eigentlich soweit beenden und im nächsten Part gibt's Norian und dann war's das für meine Aufnahmesession so ziemlich eigentlich. Schade, ich hätte eigentlich gehofft, dass ich die Heimatwelt der Piraten schaffe. Ich habe natürlich auch um 3 Stunden verschlafen und dann kann ich nie mehr erwarten, das zu schaffen, wenn ich schon 1,5 Stunden mit dem Zeug hier verbringe. Dafür haben wir Norian dann abgeschlossen und diesen Teil der Himmelstadt soweit auch abgeschlossen, bis auf die Daten des Bereiches der Heimatwelt der Piraten. Sag das 3-mal ganz schnell hintereinander. So, von hier aus komme ich doch nur zur Gondel. Eigentlich müsste ich doch den ganzen Weg zurück. Ach egal, wir gehen zur Gondel. Mein Schiff liegt eh auf der anderen Seite. Ich hätte es dort zwar herholen können, aber ich glaube, das hier geht auch ziemlich schnell. Lass mich aus dem Aufbau raus. Manchmal lässt du mich irgendwie nicht. So, Zeit wieder Zeitung zu lesen. Ich für meinen Teil trinke erstmal was. Einen Moment. Schluff, schluff. Ah. So. Und was habt ihr heute den ganzen Tag gemacht? Bong. Bong. Einfach mal Bong sagen. Hat auch was. So, ich habe das Glas nicht in den Sensorweg gestellt, wie es so meine Angewohnheit war.
innerhalb der letzten Parts und so weiter. Oder mein Wecker, der 10.31 Uhr sagt. Das heißt, eine halbe Stunde Part. Ich will noch zum Schiff, dann beende ich den Part auch. Lasst mich! Bonk! Man muss wirklich immer mal einen Bonk machen, wenn es irgendwie so ein komisches, aufschlagendes Geräusch gibt. Grüße an V-Hawk an dieser Stelle. So, ja. Frage, muss ich das machen? Nein. Dann gab es also wirklich einen Weg, dort rüber zu kommen. Wusste ich nicht. Wusste ich nicht, dass da eine Kanone gab. Hätte ich mir viel Fliegerei ersparen können. Oh Mann. Was erfährt man am Ende? Wow. Na los, lass mich hin. Lass mich hin. Da ist mein Schiff irgendwo. Na los, lass mich hoch. Lass mich runter. Lass mich runter. Lass mich runter. Lass mich runter. Ich wusste, dass es runtergeht. Sagte nur hoch, um euch zu verwirren. Wir gucken mal aber, was es hier noch an Items gibt. Also, hier sind wir durch auf diesem Teil. Gut, das heißt, wir müssen, was Items angeht... Ich wollte rauszoomen. Nur noch diesen Teil der Himmelstadt besuchen. Wobei wir hier durch sind, das ist gut. Hier haben wir noch eins. Hier sind zwei. Da ist eins. Macht vier. Das haben wir. Und soweit ich das sehe, sind wir hier soweit auch durch. Vier Items in der insgesamt in der Himmelstadt nur noch. Was der schlimmste Bereich ist, was Items angeht. Speichern und an Bord gehen. Na gut, in der Heimatwelt der Piraten gibt es auch noch einige, die schlimm sind. So, danke fürs Zusehen. Kommentieren nicht vergessen. Dragline ist over and out. Tschüss.